Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Dies ist Teil 2 meiner Tabsera Musenchi Reihe. Den Link zum ersten Video findet ihr in der Videobeschreibung. Wie auch im Video davor werde ich nur Darsteller aus den alten Musicals nehmen. Und ich möchte nochmal anmerken, dass das hier meine Meinung ist und diese eventuell nicht eurer entspricht, also seid bitte nicht traurig, wenn eure Lieblings-Mercury nicht dabei ist. Genug geredet, jetzt geht es los! Platz 3 ist Manami Wakayama. Ich habe keine Ahnung wieso, aber viele finden Manami für die Rolle ein bisschen ungeeignet, weil sie angeblich zu aufgekratzt wirkt. Das kann ich gar nicht nachvollziehen. Ich habe keine Ahnung wieso, aber ich liebe sie einfach. Aber erstmal zu den Daten. Manami war von 2002 bis 2005 als Ami zu sehen und ist die zweitlängste Sailor Mercury Darstellerin und war in 6 Musicals dabei. Davor hat sie übrigens in Black Lady Kaitelban Vecherite gespielt. Man kauft ihr meiner Meinung nach die Rolle der schüchternen und schlauen Ami total ab. Viel besser als meiner Meinung nach zum Beispiel Chieko Kawabe. Aber egal. Wir wissen ja, dass Ami auch anders kann, wenn sie sauer ist. Und Manami vereint einfach dieses Temperament mit Amis Unschuld, als ob es nichts Leichteres gäbe. Auch gehört Manami mit Abstand zu den besten Tänzerinnen bei Seramio. Das fällt auch besonders bei den Fankansha-Events auf, wenn ihr mal darauf achtet, wie sie im Hintergrund tanzt. Des Weiteren hat sie eine sehr angenehme Singstimme, die auch nicht zu hoch für Ami ist, sondern wirklich genau richtig. Wir haben so ein paar Mercurys auch dabei, die heftigst hoch singen, weil sie teilweise auch noch sehr, sehr jung sind. Und Manamis Stimme ist einfach so gefestigt und reif und ja, nicht so babyhaft einfach. Sie ist einfach genau passend. Fazit, Manami ist total süß und kommt auch echt natürlich rüber. Das will man mehr. Platz 2 belegt natürlich Ayako Morino. Sie war die erste Sailor Mercury Darstellerin und auch die längste. Wie Ansa war sie von 1993 bis 1998 durchgehend dabei. Ayako wird im Allgemeinen von Fans ziemlich gehypt und viele finden, sie ist die beste Mercury. Und sie ist auch ziemlich gut. Ayako verkörpert vor allem Amis unschuldige Art sehr gut und zugleich wirkt sie aber auch immer etwas unsicher und zurückhaltend. Zur unschuldigen Art muss man nochmal anmerken, nach ihrer Seramute-Zeit hat sie so ein paar nicht ganz so jugendfreie Sachen gemacht. Deswegen finde ich es sehr beachtlich, dass ihre Unschuld als Ami so heftigst gut rüberkommt, wenn sie danach eigentlich die ganze Zeit nackig rumgelaufen ist. Egal. In den Musicals wird ein besonderer Wert auf die Freundschaft von Ami und Usagi gelegt. Und was soll ich sagen, bei Ansa und Ayako merkt man wirklich, dass sie sich nicht nur auf der Bühne gut verstanden haben. Die Freundschaft kommt total sweet rüber und man merkt wirklich, dass Ami und Usagi einander sehr wichtig sind. Vor allem die Freundschaft zu Usagi spielt Ayako wirklich mit Bravour. Natürlich glaubt man ja auch die intelligente Schülerin, also alles in allem ist sie wirklich super als Ami. Sonst wäre sie wohl auch nicht so lange dabei geblieben und im Allgemeinen so lieb geworden. Aber es gibt jemanden, den ich noch um Längen besser finde. Mein persönlicher Platz 1 ist Hisano Akamine. Bei Hisano ist es bei mir in etwa so wie mit Miyuki. Sie ist einfach Ami, zu 100%. Aber erstmal die Eckdaten. Sie spielte Sailor Mercury bzw. Ami von 1999 bis 2000 und waren insgesamt 3 Musicals dabei. Kaguya Shima Densetsu und Kaguya Shima Densetsu Kaiteiban unter Fumina Moon und in Last Dracul Yoyoko unter Miyuki Moon. Mit letzterer sang sie in Last Dracul auch das Lied Tabidachi. Diese Version finde ich noch viel gefühlvoller als die Version von Ansa und Ayako. Es ist so viel Gefühl darin und ihre Stimmen harmonieren so gut miteinander und es ist einfach toll. Bei Hisano stimmt einfach alles. Man glaubt ihr, dass sie intelligent ist, man glaubt, dass sie schüchtern ist, man glaubt ihr einfach alles. Kurzum, man glaubt ihr einfach Ami von der ersten bis zur letzten Sekunde. Sie ist Ami wie keine zweite und deswegen mein ungeschlagener Platz 1. Für alle, die es interessiert, Hisano betreibt immer noch einen Blog, wo sie auch ziemlich viel zum Thema Sailor Moon hochlädt, auch mit ihren Kindern und so. Und jedes Jahr, jetzt wo die neuen Musicals raus sind, kommt auch immer noch mal ein Post zu den neuen Musicals. Also es lohnt sich auf jeden Fall, da mal vorbeizuschauen. So, danke, dass ihr bis hierher dabei geblieben seid. Der nächste Teil wird dann mit meinen Top 3 Sailor Mars sein.